Roma in Deutschland. Sie betteln oder leben vom Flaschenpfand, schlafen unter freiem Himmel, sind nirgendwo willkommen. Ich will ja nicht ganz ausländerfeindlich sein, aber irgendwie kommen sie ja aus Rumänien, wo sie irgendwo eher beheimatet waren. Die Polizei verjagt sie aus den Parks. Von Ihnen auch ein Ausweis, Passport. Doch sie kommen wieder. Jede Nacht. Polizei hat gelassen, okay. Schlafen. Polizei hat gelassen, schlafen. Polizei, ja? Ich komme, geh aus der Kontrolle, geh weg. Seit Rumänien in der EU ist, kommen immer mehr Roma nach Deutschland. Weil Ausgrenzung und Elend zu Hause noch größer sind. Raus aus den Slums. Für die meisten zerplatzt der Traum vom besseren Leben in Deutschland schnell. Hier in Duisburg landen viele Roma in heruntergekommenen Schrottimmobilien, zahlen horrende Mieten und werden von gerissenen Betrügern ausgenutzt. Also sie finden in so einer typisch 80 Quadratmeter Wohnung haben sie mindestens 30 Menschen, die dort wohnen. Stuttgart, Mitte Oktober 2017. Es ist kurz nach 6. Wie jeden Morgen treffen sich Polizisten und Mitarbeiter vom Ordnungsamt, das hier städtischer Vollzugsdienst heißt. Ihre Aufgabe? Obdachlose aufwecken, die in den Parks der Stadt übernachtet haben. Genau wie man zurzeit so. Der städtische Vollzugsdienst fährt vorne raus. Ihr fahrt dann hinterher zu der mittleren Anlage. Und dann gehen wir in die unteren Anlagen über. Also die Personen sind eigentlich immer an den gleichen Örtlichkeiten. Da dürfen sie eigentlich nicht sein. Ja. Das Schlafen ist verboten. Da zählt die Straßenanlage Polizeiverordnung. Trotz des Übernachtungsverbots duldet die Stadt die Roma. Einzige Bedingung: um kurz nach 6 müssen sie verschwinden. Von Ihnen auch ein Ausweis, Passport. Kannst du rausgehen? Hallo. Warum aufräumen? Aufräumen. Alles gut. Ja? Okay. Auf. Einer der beiden jungen Männer beschwert sich, pocht auf sein Recht. Unser Dolmetscher bietet der Polizei an, zu vermitteln. Also, haben wir jemanden umgebracht, dass wir gefilmt werden? Wir haben nichts Kriminelles angestellt, sagt er, stimmt. Wir sind in Europa. Rumänischer Schall. Das ist dem Schmidt. Egal, mit dem, ich meine. Ja. Alles klar, das tut er jetzt in der Müll, sonst kriegt er jetzt Ärger. Das sind wir so nicht gewohnt. Normalerweise hat er gegenüber Polizisten Respekt. Normalerweise schreit er jetzt auch nicht rum. Nachdem sich der junge Mann beruhigt hat, geht es weiter zum nächsten Einsatzort. Wir haben jetzt hier vorne in den mittleren Schlossgartenanlagen, da haben wir einen Kinderspielplatz. Der ist überdacht zum Teil und auch dort haben wir sie lagern. Die etwa 15 Roma, die am Spielplatz geschlafen haben, packen bereits ihre Sachen zusammen. Sie wissen, dass die Polizei zum Wecken kommt. Die Roma zeigen uns Fotos. Wir sollen gleich wissen, wie groß die Not ist, die bei ihnen zu Hause herrscht. Seine Frau ist auch gestorben. Das sind alles meine Kinder und meine Enkelkinder und denen muss ich Geld schicken, sonst... Sie sind vom Leben gezeichnet. Ihm fehlt das linke Auge. Die junge Frau hat ein Kind verloren. Ihr Vater zeigt uns Bilder von der Beerdigung. Das Kind wird gerade beerdigt. Ich hatte kein Geld, nach Hause zu fahren zur Beerdigung meines Kindes. Da das tote Kind.
Und was ist sie gestorben? Și de ce a murit? Ce a avut? A avut o leucemie. Leucemie? Da. A fost că el în București. Leukemie. Ich war mit dem Kind in... Das ist seine Tochter. Ich war mit dem Kind, mit dem Kleinen in Bucharest. Nu vinim aici, domnule, să furăm, să facem ce nu trebuie, să ajungem prin pușcării. Und er betont, wir kommen nicht hierher, um zu stehlen und im Gefängnis zu landen. Wir sind ordentliche Leute. Sie sagen, sie leben vom Betteln und vom Flaschenpfand. So machen sie 10 bis 12 Euro am Tag. Diese Deutschen, die sind so reich und helfen uns mit überhaupt nichts. Wir sind ja von der Polizei, also da sind wir die falsche Ansprechpartner. Wir können quasi nur schauen, dass die Gesetze eingehalten werden. Und man muss natürlich auch sagen, dass wir natürlich auch sehr viele Beschwerden bekommen. Nach dem täglichen Wecken treffen sich Polizei und Roma in der Klettpassage am Stuttgarter Hauptbahnhof wieder. Hier sehen wir auch einen der beiden jüngeren Roma wieder, die sich beim Wecken durch die Polizei im Park lautstark beschwert haben. Er heißt Gabor, ist 23 und kommt schon seit Jahren immer wieder zum Betteln nach Deutschland. Er beklagt sich über die Inkonsequenz der Polizei. Die Polizei, warum hat gebringt bei mir diesen Platz, hat gegeben von anderen Leuten, warum hat gegeben diesen Platz zu schlafen? Haben die euch gegeben den Platz? Ja, Polizei hat gelassen okay. Schlafen. Polizei hat gelassen schlafen, Polizei ist gekommen, gegossen, Kontrolle, geh weg. Also die lassen euch schlafen, aber wecken euch und schicken euch wieder weg? Ja, die morgen, ich komme 6 Uhr, Osterweg. Der Einsatzleiter hat dafür eine genauso einfache wie verblüffende Erklärung. Die griffen uns platzweise, wir schicken sie nur am Morgen weg, weil wir halt morgen um 6 Uhr erst anfangen. Ja. So richtig scheint man in Stuttgart nicht zu wissen, wie man mit den Roma umgehen soll. Die Polizei versucht es ihnen nur so ungemütlich wie möglich zu machen. Ich komme Polizei von mir, Kontrolle von der meine Tasche, Polizei. Ich komme Polizei, ich habe genommen meine 50 Euro, hat genommen Polizei. Gabor zeigt uns einen Beschlagnahmungsbescheid. 270 Euro Gebühr für die Vollstreckung eines Haftbefehls wegen Schwarzfahrens. Ich bin zwei Monate nicht Geld schicken von Familie, ich bin von der Polizei. Aber du willst trotzdem bleiben? Was? Aber du bleibst trotzdem hier. Ist es immer noch besser als in Rumänien? Ja. Warum? Warum? Hier bleibt es unmöglich, Geld schicken meine Familie. Das ist für mich ein Phänomen. Sie sehen ja selber, wie die Leute hier wohnen oder hier schlafen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es in Rumänien denen schlechter geht. Armutspendler wie Gabor gibt es viele. Ist es dort, wo sie herkommen, wirklich so schlimm? Wir fahren in den Westen Rumäniens von Temeschwar nach Arad. Das liegt nicht weit hinter der ungarisch-rumänischen Grenze. Die Armut ist hier zum Greifen nah. Dann plötzlich das. Unser Fahrer zeigt uns prächtige Villen. Erzählt, dass diese Häuser wohlhabenden Roma gehören, die es durch Geschäfte in Deutschland zu Geld gebracht haben. Lopen auf mich gemacht. Ne? Ist gefährlich? Das ist sehr schön. Ach, da liegt was, sehr schön. Und ich habe ja nicht die Verbesserung, die Verbesserung, aber ich nehme jetzt auch irgendwie viel mehr. Annähernd 1000 Roma leben hier in der Nähe des Flugplatzes von Arad. Zusammen mit freilaufenden Schweinen, Hunden und Pferden. Als die Roma unsere Kamera sehen, verschwinden die meisten. Ihre Skepsis fremden Menschen gegenüber ist groß. Umso mehr verwundert es uns, dass Attila mit uns sprechen will. Er hat 3 Kinder und war auch schon mal in Deutschland, erzählt er.
Der Arbeitsaufenthalt professionell durchorganisiert. Nach Deutschland, so Attila, wollen sie alle wegen des Kindergelds. Was er dort für seine drei Kinder bekäme, würde ihn hier im Slum zum reichen Mann machen. In Rumänien bekommt er insgesamt nur 24 Euro Kindergeld im Monat. Attila will uns zeigen, wie er lebt. Fließendes Wasser gibt es nicht. Die trübe Brühe kommt aus einem Tümpel, der hinter der Siedlung liegt. Geld verdient er manchmal als Tagelöhner auf dem Bau. Alles, so Attila, sei eben besser als das Leben hier im Slum von Arad. Viele der Roma, die nach Deutschland aufbrechen, landen im Ruhrgebiet. Zum Beispiel hier in Duisburg. 2011 lebten hier nur 3.800 Rumänen und Bulgaren. Die meisten davon, so schätzt die Stadt Duisburg, Roma. 2018 sind es über 19.000. Und dass hier so viele leben, hat einen Grund. Anders als in den meisten deutschen Städten gibt es leerstehenden Wohnraum. Ganze Häuser unbewohnt und oft auch unbewohnbar. Sogenannte Schrottimmobilien. Wenn hier viele Roma einziehen und alle teure Mieten zahlen, ist das ein überaus einträgliches Geschäft. Die Ordnungsdezernentin Daniela Lesmeister und ihr Kollege Lars Hommen haben erlebt, mit wie viel krimineller Energie in Duisburg Geschäfte mit den Roma gemacht werden. Also es ist so, dass die Menschen mit Bussen hier nach Deutschland gekarrt werden. Sie werden irgendwie angelockt in Rumänien, Bulgarien, werden dann hierhin transportiert. Meistens wissen sie gar nicht, wo sie gelandet sind, dass sie jetzt zum Beispiel in Duisburg sind, werden dann hinein wirklich gepfercht in Wohnungen. Es ist teilweise so, dass Wohnungen so belegt sind, haben wir ausgerechnet, dass pro Person 5 Quadratmeter Lebenswohnraum zur Verfügung steht. Wenn man sich das anschaut, ein deutscher Schäferhund, dem werden 9 Quadratmeter Lebenswohnraum zur Verfügung gestellt, laut Tierschutzgesetz. Die Wohnungen sind in miserablen Zuständen. Meist leben die Roma sogar ohne Strom, haben nur kaltes Wasser. Also sie finden in so einer, ich sag mal, in so einer typisch 80 Quadratmeter Wohnung haben sie mindestens 30 Menschen, die dort wohnen. Und auf den Matratzen, die liegen am Boden, die ist meistens auch Kot oder Urin auf den Matratzen, darauf schlafen die Kinder. Es ist wirklich, es ist schon erbärmlich, was man da vorfindet. Die Roma zahlen trotzdem extrem hohe Mieten. Woher haben sie das Geld? Vom Staat. Denn wer in Deutschland eine Wohnung und einen Job hat, der hat auch Anspruch auf Sozialleistungen. Zusammen mit ihrem Team hat Daniela Lesmeister herausgefunden, dass mit den Roma in Duisburg ein systematischer Sozialleistungsbetrug betrieben wird. Zum einen lassen sich die Miete bezahlen, und zwar bar bezahlen, ohne Quittung auszustellen. Und so wie wir gelernt haben, geben sie das auch am Ende des Jahres in ihrer Steuererklärung nicht an, sondern geben das sozusagen als verlustig an, dieses Objekt, und können das dann gegen ihre Einkommensteuer zum Beispiel aufrechnen. Diese Eigentümer sind oftmals auch noch Scheinarbeitgeber und stellen Scheinarbeitsverträge aus. Mit diesen Scheinarbeitsverträgen wird zum Amt gegangen, also 450 Euro Scheinarbeitsvertrag, und dann eine Aufstockung beantragt. Dieses Geld wird gezahlt auf ein Konto, das der Hintermann eingerichtet hat, das natürlich offiziell auf den Namen desjenigen läuft, der das Geld bekommt. Gleichzeitig wird Kindergeld beantragt für Kinder, die gar nicht hier leben, die es gar nicht gibt, durch gefälschte Bescheinigung. So, das ist ein Geschäft mit den Ärmsten der Armen, definitiv. Stuttgart, ein halbes Jahr nach unserem ersten Besuch. Es ist Frühling geworden, sonst alles beim Alten. Die Roma schlafen immer noch in den Parks. Und in der Klettpassage am Bahnhof macht die Polizei ihre Streifengänge. Besser geworden ist die Situation nicht. Das ist ganz und gar nicht, nein. Also wenn wir die Passanten oder hier die Geschäftsinhaber allesamt fragen, dann ist es nicht der Fall. Das Problem ist nämlich eher,
Ich denke, die Polizei ist total überfordert. Der Polizeiposten in der Klettpassage war ja zeitweise ganz weg. Jetzt ist er total unterbesetzt, nämlich mit zwei Leuten. Einer allein darf nicht rausgehen und einer allein darf nicht drinbleiben. Sprich, die sind praktisch handlungsunfähig. Das ist der Erleben, aber wie gesagt, ich finde, sind halt hier reingekommen und bekommen halt sehr viel auch vom Staat. Und wissen sie halt, dass hier gut untergebracht sind. Was heißt gut untergebracht? Aber sie fühlen sich halt hier irgendwo auch sicher. Mir fehlt das Benehmen einfach. Ja. Wenn ich mich so benehmen würde in anderen Ländern, also Spanien kenne ich, ja, dann hätte ich ein echtes Problem. Ich will ja nicht ganz ausländerfeindlich sein, aber irgendwie kommen sie ja aus Rumänien, wo sie irgendwo eher beheimatet waren. Und also die Deutschen sind aber immer sehr ordentlich und das ist unser Problem. Und alles, was ein bisschen fremd ist, hat man eben seine Schwierigkeiten. Wir suchen auch nach Gabor, den wir bei unserem ersten Besuch getroffen hatten. Eine Frau kommt auf uns zu. Es ist die Mutter von Gabor. Er selbst sei nicht mehr hier, sondern in Konstanz am Bodensee, erzählt uns Gabors Vater. Hey, Bali. Und dem geht's gut, der ist in Konstanz? Ja. Aber geht's ihm gut? Ah, nee, gut, bitte nicht. Niemand Probleme. Nicht schlafen, nicht lassen, Polizei. Huste, raus, kein Geld, kein Essen. Keine Wohnung. Ich habe auch Rumänien keine Arbeit, keine Musik. Aber hier auch keine Arbeit, und im Park schlafen, oder? In Rumänien Haus wahrscheinlich, oder? Aber nicht Geld. Kein Geld in Rumänien. Nicht Arbeit, nicht Geld. Nicht possible. Konstanz am Bodensee. Spurensuche. Unser Dolmetscher hielt in den letzten Monaten den Kontakt zu Gabor, hat sich mit ihm am Bahnhof verabredet. Willkommen für Gabor, Wallis, Banu. Lustig. Very well. Kein Gabor weit und breit. Auch sein Handy ist aus. Vielleicht wissen die Eltern etwas. Sind im Fazala McDonald's akuma. Also, sie hat noch einen Sohn hier, ruft den jetzt an, dass er das klärt unter Brüdern. Und sie ruft gleich wieder zu. Und dann ist er das? Er ist das. Kann das sein? Ja, er ist es. Aber auch mit Krücke. Stunden später sitzt Gabor dann plötzlich doch vor dem Bahnhof. Mit Krücke. Und bettelt. Was ist passiert? So arbeitet. Diese Krücke arbeitet. Das ist das anders. Ach so, das sehen. Von der Leute. Wir machen Geld. Weißt du, keine Geld. Die Krücke und der Gang dienen nur dazu, mehr Geld zu verdienen. 12 bis 20 Euro macht er am Tag. Er könnte ganz normal laufen, doch dann wäre er in Konstanz enttarnt. Gabor will uns seinen Schlafplatz zeigen. Er darf immer nur 3 Monate in Deutschland bleiben. Nach einem kurzen Abstecher in die Heimat ist er trotz Winter zurückgekehrt. Am Dormitag, am Prisum Frick, im Januar, da Frick frickiere. 20 de grade și poliția vinea și cu servarea se vede că nu se întâmplă ceva cu noi. Ăsta e polou. Wie soll es denn weitergehen, also? Asta e azi. Că facem pentru copii. Ce să facem? Trăim afară pe stradă, unul altă. Gabors Ziel? Eine Wohnung mieten. Dann bekommt er Kindergeld für seinen Sohn. Findet er dann auch noch eine Arbeit, würde das Geld vom Amt reichen. Für ein Leben mit Familie in Deutschland. Im Roma-Slum von Arad spricht uns Josip an. Er erzählt uns, dass er schon mal in Deutschland war und dort betrogen wurde. Trotzdem bleibt Deutschland auch für Josip das Ziel. Hogy a mondás ezek a sok mikróbok, ezek a sok szemetek, ez a nehéz élet, nagyon csúnya. Eine Rumänin kommt mit ihrem Auto vorbei. Sie wohnt hier etwas abseits des Roma-Viertels. Obwohl Josip daneben steht, macht sie schnell klar, was sie von den Roma hält. I don't live here only 17 years ago, and this part don't was like this.
when come the gypsy here, start to be and smoke in every night, it's very bad. Very much trouble they make us because they don't work nobody. Úgy van, mit csináljunk? Itt meghalunk. Josip kennt die Vorurteile gegen sich und die Roma. Auch er will uns unbedingt zeigen, unter welch erbärmlichen Umständen er lebt. Schauen Sie mal an, da kommt Regen rein. Da links wohnen wir 14 Leute. De ha nincs hunen, nincs hogy. Itten lakunk még, itten lakik 14. 14 Mann leben hier, 14. Das ist unser Schrank unten. Milyen életet élünk. Hun tartsuk a ruhánkat. Da sind unsere nincsen, Klamotten, weil wir keine Schränke haben. Nincsen egy okfon, nincs egy arvaló. Papa ist krank. Nézze meg, hogy nincs. Schauen Sie, wie sie aussehen. Wir zeigen Josip Bilder aus Stuttgart von den Roma im Park. Ist so ein Leben wirklich erstrebenswerter? Von Ihnen auch ein Ausweis, Passport. Ist es das wert, hier wegzugehen? Hier hat man seine Familie, hier hat man immerhin ein Dach über dem Kopf. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Nein. Hogy a szomondás első, hogy lenne, új lenne, kis vízzel. Hier oder in Deutschland? Indifferent. Csak lenne. Cigányok vagyunk. Ez a szóbeszéd. Szintén gyips. Rumänie. No good. Josips Eltern sind erst Mitte 40. Der Vater schwer zuckerkrank. Auch die Mutter hat das Leben im Slum alt gemacht. Neben den 8 Euro Kindergeld pro Kind sichern Josips Nebenjobs das Überleben. Auf den Flohmärkten der Gegend wird mit Sperrmüll aus Deutschland gehandelt. Was bei uns auf dem Müll landet, lässt sich hier noch zu Geld machen. Die Träume vom besseren Leben haben hier ganz oft irgendwie mit Deutschland zu tun. Zurück in Duisburg. Tatsächlich bekommen die Roma in Deutschland mehr Hilfe und Unterstützung, als es zu Hause jemals der Fall wäre. In sozialen Einrichtungen wie dem Kulturbunker in Duisburg-Bruckhausen kümmern sich jeden Tag Sozialarbeiter um die Zugewanderten. Es gibt einen Second-Hand-Laden mit kostenloser Kleidung. Mittags etwas zu essen, später Angebote für die Kinder. Für die Älteren gibt es ganz oben im Kulturbunker einen Boxclub. So sollen sie von der Straße weggehalten werden. Michael Fröhling, der Leiter, ist sich sicher. Solange es so viel mehr Geld in Deutschland gibt als in Rumänien, so lange wird sich nichts ändern. Wir haben eine ganz besondere Stellung. Duisburg und Dortmund sind die Städte mit der höchsten Zuwanderung. Und ich denke, wir lösen hier in Duisburg und auch in Dortmund und auch hier allein im Bunker europaweite Probleme. Fast alle Roma kommen hierher, weil sie wissen, dass man ihnen hier bei den Anträgen für Kindergeld und Jobcenter hilft. Und vor allem auch bei der Wohnungssuche. Neuzuwanderer sind große Familien, ja? Also immer ab 4 Kinder aufwärts, also mindestens. Und dann hat man hier die Wohnungen, sind A, unsere Wohnungen viel zu klein. Oder was auch ein Problem ist, hört man Rumänen. Ne? Die Vermieter ist eine rumänische Familie. Nein, danke. Doch die Wohnung ist der Schlüssel zum Kindergeld. Den Anspruch hat jeder EU-Bürger, sobald er eine Meldeadresse hat. Mit einem Minijob kann man sogar Aufstockung beim Arbeitsamt beantragen. Wie sieht das aus mit Geld vom Jobcenter? Beziehen Sie Arbeitslosengeld 2? Primitschi Bandela Jobcenter. Da? Ja. Da. Wir dürfen Artemisia Stefan nach Hause begleiten. Sie lebt mit ihren 7 Kindern und ihrem Mann in einer Einzimmerwohnung plus Küche. Quadratmeter und Dachschrägen. Trotzdem beträgt die Monatsmiete 850 Euro kalt.
Das wäre selbst in München noch teuer. Artemisia Stephan kann es bezahlen, weil sie Kindergeld für 7, bald sogar für 8 Kinder bekommt. Glaubt sie, dass sie das auch werden? Oder glaubt sie, dass sie irgendwann weg muss? Sie hofft, dass sie hier bleibt. Dass das alles klappt, um hier zu bleiben. Weil die Kinder gehen jetzt in der deutschen Schule, die lernen dann Deutsch. Dann ist es ja auch schwierig, wieder in einem neuen Land anzufangen. Für 7 Kinder bekommt Familie Stephan fast 1.500 Euro Kindergeld. Der Vater hat zudem einen Minijob, kann beim Jobcenter also auch noch aufstocken. Was er genau arbeitet, darüber will er nicht sprechen. Wir sollen auch das Haus nicht von außen filmen. Die Familie hat Angst, dass sie die Wohnung wieder verliert. Und ahnt wohl auch, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Das Haus gehörte zu den Objekten, die das Ordnungsamt unter Führung von Daniela Lesmeister geräumt hat. Es gab eklatante Brandschutzmängel. Seit 3 Jahren schon versuchen Daniela Lesmeister und ihr Team, dem Geschäft mit den Roma und den Schrottimmobilien einen Riegel vorzuschieben. Also hier in Meiderich, da war ja letztens auch der Brand, wo es 2 tote und 4 schwer verletzte Kinder gab. Es war zwar keine Problemimmobilie, aber die Gefährdungslage war die gleiche. Gefahr im Verzug. Hätten wir dieses Haus untersucht, wäre es auf unserer Liste gewesen, hätten wir es verhindern können. Also wir haben einen sehr vernetzten Ansatz. Wir gehen mit dem TÜV und der Feuerwehr, gehen wir vor, begutachten eine sogenannte Schrottimmobilie. Wir begutachten sie insbesondere auf Brandschutzmängel hin. Das ist unser Hebel sozusagen. Und wenn Gefahr im Verzug vorliegt, dann schließen wir diese Häuser. Gleichzeitig nehmen wir die Kindergeldkasse mit, die dann feststellt, welche Kinder gar nicht existieren, wo die Bescheinigungen gefaked sind, stellt sofort die Zahlung des Kindergeldes ein. Und auch die Scheinarbeitsverträge. Wir haben das Jobcenter mit und auch die Steuerfahndung mit. Auch die Scheinarbeitsverträge werden und die Aufstockung wird sofort eingestellt. Das heißt, die Geldquelle von den Hintermännern wird sofort abgedreht. Am schlimmsten ist die Situation in Duisburg-Marxloh. Hier hat die Taskforce von Daniela Lesmeister am häufigsten Häuser schließen müssen. Unangekündigt werden die Problemimmobilien besucht. Das hier ist die erste Problemimmobilie, die wir zugemacht haben. Also hier war eine massive Überbelegung hat hier stattgefunden. Es war immer Rattenbefall, es war Kakerlakenbefall. Es war einfach unerträglicher Zustand. Wir haben dann das Haus aufgrund von Gefahr im Verzuge, brandschutztechnischer Mängel geschlossen. Und das war sehr interessant. Der Eigentümer, das war eine sehr große Immobilienfirma, die war anwaltlich hervorragend vertreten. Wir haben dann in der ersten Instanz gegen die Immobilienfirma gewonnen und dann auch in der zweiten Instanz gewonnen. Die Taskforce stellt zahlreiche Betrügereien fest. Es wird Kindergeld für Kinder kassiert, die es gar nicht gibt. Das Arbeitsamt wird mit Scheinarbeitsverträgen betrogen. In einem Fall waren alle erwachsenen Hausbewohner als Hausmeister angestellt. Doch an die Hintermänner kommen Lesmeister und Kollegen nur schwer heran. Es sind oftmals ganz verschachtelte Hintermänner. Also es sind oftmals große Firmen. Und wenn man da dann wieder nachforscht, stecken dahinter wieder Firmen. Also ein richtiges Schachtelsystem. Aber auch Einzelpersonen, das sind Deutsche, es sind Türken. Es gibt sämtliche Varianten. 100.000 Euro pro Haus, so hat Lesmeister errechnet, verdienen die Hintermänner an den Roma. Den deutschen Staat betrügen sie. Von ermittelten 53 Schrottimmobilien in Duisburg hat die Taskforce bis heute 30 geschlossen. Ich weiß nicht, ob es ein Erfolg ist. Es ist ein Anfang. Ein Anfang, ein System zu durchbrechen, was sich ja seit vielen Jahren etabliert hat, weil nämlich keiner hingeguckt hat. Und erst mal hinzugucken, anfangen zu agieren, ich glaube, das ist schon ein Fortschritt. Wir bräuchten mal viel mehr Behörden, die auch mal wieder ihre Zuständigkeit wahrnehmen und ihre Verantwortung wahrnehmen. Also von daher ist es ein Anfang. Wir schauen, wie es weitergeht. Daniela Lesmeisters Arbeit hat erst begonnen. Sie ist mittlerweile nach Düsseldorf ins Innenministerium berufen worden und jetzt Leiterin der Polizei für ganz Nordrhein-Westfalen. Sie will die Hintermänner stoppen, die den deutschen Staat betrügen. Auf dem Rücken der Ärmsten der Armen.